Na, wer kommt denn als Erster? Majestät wollten sich zuerst um ein dringendes Problem im europäischen Hochadel kümmern. Ach so? Der Vertreter eines alten deutschen Adelsgeschlechts, Mario Max Schaumburg-Lippe. Ich denke für Sie eine ganz besondere Rundablage. Eine standesgemäße Rundablage. Aha. Da brauchen wir unsere standesgemäße Rundablage dafür. Das ist dann sozusagen das Kind Ihrer standesgemäßen Rundablage. Na, ist mehr so wie russische Puppen, gell? Genau. Sehr originell. Darf ich es Ihnen hier präsentieren, Majestät? Ja, wenn es sein muss, ne? Sei verstanden. Majestät? Sie haben was von Hochadel gesprochen, aber wenn wir den so anschauen, schielen du da nicht? Der Sorg rinnt ihm nicht außer bei der Pfeife. Aber die Nase, die ist gut. Auch nicht außergewöhnlich. Sind Sie sich sicher, dass das ein richtiger Hochadeliger ist? Majestät, gewissermaßen ja. Ich zitiere, Herr Schaumburg-Lippe ist 2001 von der kinderlosen Prinzessin Helga Lee zu Schaumburg-Lippe adoptiert worden. Im Jahr 2008 dann noch einmal von Waldemar zu Schaumburg-Lippe. Vom Stiefvater. Sicherheitshalber? Die Sicherheitsnadel der Eltern sozusagen. Also, wie darf man sich das vorstellen? Zweimal im Bastkörbchen aus der Donau gefischt, oder was? Einmal im Bastkörbchen und einmal das Glück gehabt, dass sich ein Prinz in die Mutter verliebt hat und der Stiefvater hat mich dann adoptiert. Und die hat so geheißen, wie er geheißen hat. Genau. Und jetzt heißt er quasi Schaumburg, Schaumburg, Lippe, Lippe? Oder Schaumburg, Lippe, Quadrat, Majestät. Wie nennen ihn seine Freunde? Max. Gut, wir werden ihn Schaumi nennen. Ne? Schaumi nennen. Ne? Schaumi. Wie Sie wünschen, Eure Majestät. Ja, richtig. Ne? Oder Schaumi, Schaumi. Oder Lipperl. Wir wissen noch nicht, wie wir ihn nennen werden. Wurscht. Ne? Ganz wurscht. Ja. Es ist eine Ehre, hier zu sein, Majestät. Das ist vollkommen richtig. Ich wünsche ein gutes neues Jahr. Ja, danke. Wie war der Silvester? Kurz. Und wie geht's mit den Hofopernmusen? Sei verstanden. Majestät. Vielleicht hat er es nicht verstanden. Wir stellen die Fragen. Verzeihen Sie, Majestät. Ja, also, wir sind der Kaiser und er nicht. Ne? Also, erklär uns das noch einmal genau mit dieser Adoption. Das haben wir nicht verstanden. Warum war denn das notwendig? Nein, das war einfach aus Freude, aus der Familienzusammenführung. Das war einfach ein schönes Herzensgefühl. Ja. Und jetzt sind wir alle wieder sehr eng zusammen. Jetzt sind wir eine Patchwork-Familie. Der Vater, Prinz Waldemar, der die Tochter hat schon in Dänemark. Und meine Mutter hat mich. Jetzt sind die zusammengekommen. Jetzt habe ich dadurch eine Schwester gewonnen und meinen Papillé. Ganz einfach. Der Papili, Schaumili, Lippili. Sei verstanden. Majestät? Er ist vielleicht kein echter Hochadeliger, aber reden tut er wie einmal. Und dann habe ich noch ein ganz besonderes Geschenk mit, weil ich habe mir gedacht, falls das erste in der Rundablage, in der speziell endet, habe ich ein Stück aus meiner Modekollektion mitgebracht. Eine Boxershort mit Krone am Popo. Bitte sehr, Majestät. Wir haben nur mehr den einen. Das ist ja die Strategie dahinter.
Also heißt, wir kriegen jetzt so lange Geschenke, bis wir nichts mehr angreifen können? Ja, natürlich. Majestät, Herr Schaumburg-Lippe führt seine Mode auch selbst vor. Wir hätten dazu eine Zuspielung. Ja. Hofbildstelle. Max Meiner hier, rechts, rechts, ihr Meiner. Ist das trinken? Nein, das trinken wollen wir. Ja. Danke, Seifenstein. Macht Spaß, Mode zu designen, Majestät. Darf ich Ihnen einmal was designen? Nein. Nein? Nein? Nein. Ein Hut, das wäre doch was für Eure Majestät. Nein, 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 nein. Wir sind sexuell noch aktiv, also insofern. Aber der Hut hat eine magische Anziehungskraft an die Damen. Das Hofopernpalett wird perfekt. Ja, apropos Damen, er redet ja immer dumm mit dieser Dings da. Wie heißt die? Meine Majestät meinen bestimmt Angela Ermakova. Ja, genau, die, wo der Boris Becker wieder mal bewiesen hat, dass er den Namen Bum Bum zurecht verdient, ne? Mit der rennt er immer dumm und auch mit dem armen Kind. Was macht er? Wieso zadert denn das Kind durch die Gegend? Also die kleine Anna, die liebt es ja, schöne Sachen zu sehen und deswegen hat sie sich gewünscht, ich will doch mit am Opernball zum Beispiel letztes Jahr. Und das haben wir ja erfüllt und dann ist sie auf eigenen Wunsch mitgekommen. Dann haben alle gesagt, naja, ein Kind beim Ball, ob das passt. Es hat gepasst, es war nur eine Stunde, Majestät, und dann sind wir nach Hause gegangen. Und hat es einen Rausch gehabt, oder? Voller freudiger Sinneseindrücke, wunderbar geschlafen. Ja, sicher, wenn man zum ersten Mal Champagner sauft, dann... Ja. Nein, niemals, Majestät, das würden wir doch nicht machen. Na? Also, wir würden lügen, wenn wir sagen, wir haben uns gefreut, dass er da war. Aber ich habe mich so gefreut, hier zu sein. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Was ist jetzt mit der Modelinie? Sie werden sich aber freuen, dass Sie so ein nettes Familienmitglied dazu bekommen haben.